So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und was fehlt uns von der Reihe, die wir in letzter Zeit angefangen haben? Die Tarkir-Reihe. Natürlich Drachen von Tarkir. Gucken wir uns mal an, was die Drachen von Tarkir uns so bieten. Bestimmt cooles. Also da kommt ja Ojutai her. Dragonlord Ojutai, mein absoluter Favorite. Sandsteppen Leichenfledderin. Geil. Ist ein Hundspeer. Da ist der Hund, der Doki. Falls ihr noch keine Duschcounts habt. Für was ist der da am... Na ja, egal. 5 Mana 2-2, wenn der ins Spiel kommt. Kräftigung 2, also Bolster 2 an. Wir können 2+1/1 Marken auf die schwächste Kreatur hinlegen. Mit Verteidigungsstärke wenigstens. Wer es noch nicht gemerkt hat, das Ding ist deutsch, weil es Drachen von Tarkir ist. Sumpfkoloss, Sumpfkoloss. 6 Mana 4-6 mit Megamorph. Wir können den für 3 Mana verdeckt als 2-2 Kreatur legen und für einen beliebigen Zeitpunkt für 7 Mana aufdecken und der kriegt 1+1/1 Marke. Oh, ich erinnere mich. Megamorphabet. Schwanzhieb. Mhm. 3 Mana spontan zu bei einer Kreatur eurer Wahl, die ihr kontrolliert, fügt einer Kreatur, die ihr nicht kontrolliert, Schaden höherer Stärke zu. Das ist mittlerweile ein sehr grüner Effekt. Hüter der Linse. 1 Mana 1-2, du kannst dir verdeckte Karten, die du kontrollierst, anschauen. Die du nicht kontrollierst. Okay, du kannst dir sie jederzeit tun. Coole Karte, super sinnlos. Und ist ein Golem. Das ist doch kein Golem, ist ein Mensch. Egal. Kolossodon, Jährling, 3 Mana 2-4. Okay, ich bin das nicht gewohnt. Grün muss strong sein. Scharkans, Zorn, 5 Mana, fügt eine Kreatur 5 Schadenspunkte zu, falls man einen Drachen kontrolliert. Falls man keinen Drachen kontrolliert, kriegen wir auch nochmal 2 Schaden. Okay, eine Kreatur oder am Spieler 5 Schaden, das ist nicht schlecht. Herold of Dromoka, 2 Mana, 2-2 Wachsamkeit. Andere Krieger, die man kontrolliert haben, Wachsamkeit. Kriegerdeck, sehr, sehr cool. Ojutais, Odem. 3 Mana spontan, aber wir tappen eine Kreatur unserer Wahl, enttappen sie nicht, wenn es nächsten Taste gewinnt, mit Abprall. Bedeutet, dieser Zauber wird, nachdem wir ihn gecastet haben, ins Exile gelegt und danach nochmal gecastet in der nächsten Runde. Ohne Malkosten. Sehr, sehr cool. Schülerin des Ojutai. Oh, so viel Ojutai, ich liebe es. 4 Mana, 2-4, immer wenn der nicht Kreaturenzauberspruch wirkt, halten wir 2 Leben. Sehr, sehr cooles Teil. Wer es übrigens nicht weiß, Dragonlord Ojutai, absolute favorite commander of all time. Wendiger Zauberfaust, 2 Mana 1-3, wenn mir ein Kreaturenzauberspruch wirkt, kriegt der +1/+0 bis meines Fuß, kann ich geblockt werden. Okay. Marang-Fluss-Skelett. 2 Mana 1-1 für 1 Mana regenerieren. Für 4 Mana Megamorph. Megamorph ist so teuer. Glockenschlagdrache. 6 Mana 3-3 fliegend flugsicher. Und Megamorph für 7 Mana. Wow, 7 Mana ist echt teuer. Wenn er aufgedeckt wird und legen eine +1/+1 Marke auf jede andere Drachenkreatur, die du kontrollierst. Das ist wiederum Wurf. Sehr cool. Dann haben wir Qual Sisma Behemoth, 3 Mana 5-5. Kann nicht angreifen, blocken, falls du nicht 2 Mana bezahlst. Ja, es ist zumindest 5-5. Und unser Rest. Was bist du denn? Auferstandener Scharfrichter. 4 Mana 4-3. Kann nicht blocken. Andere Zombie-Kreatur. Zombie-Support. Zombie-Kreatur, die kontrollierst, kriegen +1/+1. Immer wenn der auf den Friedhof gelegt wird, falls du jede. Was? Falls du für jede Karte in deinem Friedhof ein Mana mehr bezahlst, um ihn zu wirken. Ach, ich kann den auf dem Friedhof wirken, falls du für jede andere Kreaturenkarte in deinem Friedhof ein Mana mehr bezahlst, um ihn zu wirken. Wow, das ist wahrscheinlich sehr teuer. Okay, nicht so gut. Und ein Wald, schade. Und ein sehr, sehr hübscher Goblin. Oh mein Gott. Dein Drache, ihr Verhängnis. Das denke ich mir immer bei Ojutai. Ja, und so viel Ojutai-Gelaber, es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexet. Ciao, ciao.